Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal und das ist Life is Strange 2. So, Folge 1, wir beginnen ein neues Spiel. Ja, Wahnsinn, Life is Strange Before the Storm hatte ich ja auf diesem Kanal auch gespielt. Hat mir mega viel Spaß gemacht, war ein mega geiles Game und deswegen bin ich jetzt umso fröhlicher, dass wir jetzt endlich Life is Strange 2 spielen können. Ich habe seit, was weiß ich, wie vielen Monaten ist das ja schon draußen, ja. Und ich wollte schon so lange aufnehmen und konnte es immer nicht, weil mir ist immer was dazwischen gekommen. Ich wollte es dann schon mal aufnehmen, dann hat irgendwas mit dem Aufnahmeprogramm rumgespackt. Dann konnte ich es nicht. So, dann war irgendwas nicht in Ordnung, so. Dann bin ich ausgefallen, dann, ja. Die letzten Monate hatte ich überhaupt gar keine Zeit, so. Und jetzt ist endlich die Zeit da. Jetzt ist die Technik da. Alles funktioniert. Und auf geht's, Freunde. Wir fangen direkt an. Ich habe das Spiel noch nicht angefangen. Also das hier, ja, ihr seht, ich habe schon vor ein paar Monaten das Spiel schon mal gestartet. Ja, Digga, ist fast ein Jahr. 28.09.2018. Wir haben jetzt den 6.07.2019. Ja. Wir löschen den Speicherstand einfach mal. Ich bin da nur reingegangen, um irgendwelche Einstellungen zu machen damals. Ist jetzt schon gar nicht mehr gültig. Hast du Life is Strange Season 1 gespielt? Ja. Hast du Acadia Bay geopfert? Ach, jetzt fragt er dich, was du im ersten Teil gemacht hast. Wirkt sich das hier aus? Ich weiß es gar nicht. Habe ich Acadia Bay geopfert? Ja, habe ich, ne? Ja. Das Feature Überspringen wurde verbessert. Du kannst jetzt Filmsequenzen in einer abgeschlossenen Episode überspringen. Dies lässt sich in den Einstellungen ändern, okay. Also, genau. Wir haben ja auch die Abenteuer von Captain Spirit gespielt. Das ist ja auch wieder ein Episodenspiel, Life is Strange 2, ne? Also es gibt 5 Episoden, die letzten beiden sind noch nicht mal erschienen, obwohl das Spiel schon fast ein Jahr lang draußen ist, ja. Und die letzten 2 Episoden sind noch nicht mal da, bedeutet, wir holen eh jeden ein, der schon von Anfang an gespielt hat. Episode 1, Rhodes, damit werden wir beginnen. Nochmal kurz hier Optionen checken. Wir spielen in 2560x1440. Und alles soweit auf, hä? Was soll denn der Scheiß? Ja. Ja. Alles klar. Wunderbar. Alles auf Ultra Audio soll soweit passen. Lizenzierte Musik stumm schalten. Ja? Ne? Okay. Ach, durch den Spielstand hat er jetzt alles wieder zurückgesetzt, was ich gerade eingestellt habe. GG. Also, alles sehr hoch, grenzenlos, 1440p, 133% Rendering-Qualität, alles auf Ultra, Freunde. So, Deutsch, ja, Name, ja, hatte ich auch eingestellt. So, ansonsten gab es nichts mehr, wir starten. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. He didn't do anything. It's gonna be all right. On the ground.
See you tonight. Don't be late, losers. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there? What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic. So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Man, we need to find a couch for your yard one day. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want a hit or not? Ja, geht ja schon mal gut los. Die erste Entscheidung. Ich will immer probieren, das so mit meiner eigenen Meinung zu kombinieren. Und ich kann mich dem Hauptcharakter, den wir jetzt hier spielen, nur anschließen. Ich bin auch kein so sonderlich großer Freund von Partys, sagen wir es mal so, wie es ist. Ach, für diese Parts kann ich auch die Kamera wieder anmachen. Ich wähle mit den Tasten. Ja, wir machen das ja gleich. Eine Zigarette. Der sieht mir jetzt noch nicht so alt aus. Ich bin sowieso so... Leute, die mit 16, 17 anfangen zu rauchen, das ist ein absolute No-Go, ist das. Ja, also finde ich. Ja. Die das tun wollen, sollen das gerne machen, aber haltet mich da raus, Freunde. Haltet mich da raus. Nah. Maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Oh, stop.
You're out of room, punk. Diese Sachen, die mir da hier zur Verfügung stehen, sind ja... Ach, nehmen wir es mal mit Humor. Whoa, good drawing, Lila. Daniel's teacher would be proud of you. Ha! The pretentious artist has spoken. Don't fall asleep before me tonight, or you might see more of my skills. You wish. These fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Hello, Friday night. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair. Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard Tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Let him decide. Judge, the verdict, please. Digga, willst du mich verarschen oder so? Okay, alles klar. Easy. Ja, Life is Strange ist ja immer bekannt für seine wunderschönen Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Und so werde ich das jetzt hier auch angehen. Daniel ist unschuldig. Ihr seid beide schuldig. Señor Diaz gewinnt. Ganz ehrlich, wir wollen zu der Party und der Vater, den sollten wir nicht verärgern. Aber ich habe auch keinen Bock, meinen kleinen Bruder zu verpfeifen, ehrlich gesagt. Achso, wenn ich sage, ihr seid beide schuldig, dann nehme ich den Riegel einfach für mich mit oder so. Ja, komm. Weißt du was, Papst? Den Riegel, den kriegst du und dann schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, der Kleine wird nicht so glücklich drüber sein, aber ich glaube, über diesen einen Schokoriegel wird er schon hinwegkommen. Ganz ehrlich. Aber werdet doch beide mal erwachsen. Daniel is guilty of being a brat. So the Choco Crisp goes to Señor Diaz. What? No way. You're a cheat. Nope. I'm the law. Your Honor, I can't let you punish an innocent man. So? Oh, yeah. Yeah, I always knew you'd confess. Okay, back to work. I hear an engine calling my name.
And you better play nice together. Like you always do. I have to go to work in my room, too. Yeah? Don't hurry back. Okay. Let's get this party list started. So, neues Ziel zur Liste hinzugefügt. Immer wenn wir uns hier frei bewegen können. Ja. Dann werden wir es so machen. Genau. Mal kurz schauen. Sieht ja soweit flüssig aus. Ich sehe leider nicht, wie viele FPS ich habe. Wir werden uns hier Zeit lassen, Freunde, in diesem Spiel. Wir werden hier nicht durchrushen. Wir werden alle Sachen angucken, die wir uns angucken können. Also hier alles, was hier aufblinkt, was wir machen können. Das werden wir auch machen. So. Was haben wir hier? Ziele, den nach Snacks suchen, Drinks für die Party finden, Papa um Geld bitten, eine Decke finden. Ein Telefon, bist du bald zu Hause? Ah, Jen. Goldberg ist heute krank. Super, ich war so spät wie immer, gern geschehen. Ja, super, dich dort zu sehen. Hey Jen, Sean Diaz. Okay, Sean Diaz hier. Sean Diaz spielen wir. Hi, was geht? Nicht viel bei dir? Relax mit Netflix. Ha! Würde ich jetzt auch gern. Die Mathe-Hausaufgaben machen mich fertig. Brauchst du Hilfe? Ja, glaub schon. Klar, geht morgen nach der Schule? Das wäre super. Kannst kaum erwarten, diese Hausaufgaben zu erledigen. Hey, ich bin jetzt in der Bibliothek. Cool, ich bin unterwegs. Wie ist der Test gelaufen? Ich habe eine 2. Du bist die Beste. Hurra. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich schulde dir was. Das werde ich mir merken. Wie geht es dir? Bist du noch da? Sorry. Bin auf der Arbeit. Übel gelaunter Boss. Ich will keinen Ärger einhandeln. Melde dich später, wenn du magst. Okay. Goldberg ist heute krank. Super. Und Party. So. Oh ja, wir lesen erstmal uns alles durch. Das Handy machen wir jetzt noch komplett. Wir lesen uns den ganzen Chatverlauf durch, damit wir Bescheid wissen, Freunde. Das ist auch das, was ich meine. So, und hast du vergessen, dass du mir in der Werkstatt helfen wolltest? Unterwegs. Ich habe es dir nur 10-mal gesagt. 2-mal. Sei kein pumpiger Papa. Warte, bis du hier ankommst. Oho, hab dich lieb. Aha, so leicht kommst du nicht davon. Kannst du heute deinen Bruder von der Schule abholen? Bitte, bitte. Heute ist der Tag der Kundenbeschwerden. Ich hatte Pläne mit Lila. Ich auch, nur nicht mit Lila. Ich kann nicht alles alleine erledigen. Ich weiß, Schuldgefühle einreden. Danke sehr, Sohn. Tolles Rennen heute. Bin bald zu Hause, hänge nur mit dem Team rum. Ich koche heute meine Spezialnudeln, damit du wieder zu Kräften kommst. Lecker, super. Viel Spaß auf deinem Konzert, Sohn. Ich hoffe, Lila gefällt ihr Geschenk. Danke. Und keine Dummheiten, jedenfalls nicht so viele. Keine Sorge. Ich liebe dich. Oh mein Gott, du bist jetzt schon betrunken. Pass auf dich auf. Ah ja. Bist du noch auf Arbeit? Ich besorge für heute Abend was von Red Dragon. Falls es dir an deinem Bruder passt. Dann direkt nach Hause. Bin hungrig. Gesichtspalme reicht hier nicht mehr. Papa-Witze-Simulator 2016. Du bist in Schwierigkeit. Dein Bruder hat sich das Handy geschnappt. Aber du bist in Schwierigkeiten, Sohn. Ruf mich sofort an. Ein Kunde hat mir Tickets für Lucha Libera gegeben. Da du Hausarrest hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als mit mir zu kommen. So cool, Bestrafungen sind echt nicht dein Ding, ich weiß. Muss ich eine Maske tragen? Du und ich würden ein tolles Team sein. Hab heute einen Haufen Hausaufgaben zu erledigen. Ja klar, ich sehe dich im Ring. Okay. Ihr seid verrückt. Bist du im Fernsehabend dabei? Top Gear und Pizza. Klingt cool, aber ich hab dir doch von Erics Party erzählt. Der Hüttenjunge, da müssen wir uns unterhalten. Ich war schon mal da. Bist du bald zu Hause? Wir haben jetzt den 28. Oktober 2016 im Spiel. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber ich habe gesagt, wir machen das Handy jetzt noch fertig. Wobei ich nicht weiß, wie viele Scheißkontakte hier noch sind. Halt. So, Jen hatten wir schon. Das hier ist Eric. Hola, da. Du hast deine Schuhe vergessen. Kein Scheiß, die sind fies, genau wie du. Ey Team, bleib bei heute? Ich kann nicht. Zieh nicht den Schwanz ein. Mein Padre muss arbeiten, also muss ich bei Daniel bleiben. Bring ihn mit. Fuck you. Sorry, ich muss den großen Bruder spielen, geht ohne mich. Sag Bescheid, wenn Papa wer früher nach Hause kommt, wir sammeln dich ein. Ey Team, Halloween Party in der Hütte nächsten Freitag? Warum nicht? Du kommst oder es setzt was?
Ist jetzt Nada, du Kiffer. Leck mich am Arsch. Lüder kommt. Die ist echt die coolere von euch beiden. Kein Scheiß. Lüla. Boah, fuck. Ne. Ich glaube, das werden wir auf nächste Folge verschieben müssen, Freunde. Das ist jetzt hier beim besten Willen zu viel. Ja. Das war's für diese Folge. Das ist beim besten Willen zu viel. Wir sind ja jetzt schon bei knapp 23 Minuten. Das geht echt nicht. Demnach. Das war die erste Folge Life is Strange 2. Vorankommen werden wir dann erst später. Das ist aber normal bei Life is Strange beim Start des Spiels. Wir müssen uns erstmal alles durchlesen. Ja, beziehungsweise was heißt, aber ich möchte das, weil ich wissen will, was ist in diesem Spiel schon passiert, bevor wir an die Steuerung gelassen wurden. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es hier in der nächsten Folge weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.